Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu Update 0.11.11. Namentlich nennt Wargaming dieses Mal das Update Neujahrsspektakel, das nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch auf die Server aufgespielt wird, also quasi schon morgen am Morgen. Wenn es mich recht täuscht oder nicht täuscht, dann wird das letzte Mal sein, wo das so ist und danach wie immer am Donnerstag. Jetzt müsst ihr aber tapfer sein, denn es gibt extrem viele Neuigkeiten, was spielbare Goodies betrifft in diesem Update. Starten wir mit dem großen Brocken Neujahrsfeierlichkeiten. Den Wargaming unterteilt in Geschenke, nämlich in die Weihnachtsgeschenke. Es werden wieder Container mit Weihnachtsgeschenk, großes Weihnachtsgeschenk und Mega-Weihnachtsgeschenk zu kaufen sein für Dublonen oder aber vielleicht Geld. Oder aber es gibt auch kostenlose Container mit Weihnachtsgeschenk. Der erste in der Waffenkammer zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch einen im Premium-Laden. Wargaming möchte so, dass wir die unterschiedlichen Möglichkeiten erkunden, um Geld zu lassen. Und natürlich angefixt werden für Weihnachtsgeschenk oder großes Weihnachtsgeschenk oder Mega-Weihnachtsgeschenk. Gut, dem ist ja nichts Böses hinzuzufügen. Allerdings hat Wargaming jetzt 40 neue Schiffe hinzugefügt, die theoretisch aus diesen Dingen droppen können, zusätzlich zu denen natürlich, die eh schon drin sind. Ihr seht hier, Stufe 7, Stufe 6, da ist einiges. Stufe 10 oder Stufe 8 bis 9, da ist auch wieder was dazugekommen, darunter die Anhalt, natürlich ganz viele U-Boote, die eigentlich sehr billig sind in der Mache, also ich hoffe mal, die haben nicht so eine hohe Drop-Chance, aber wir werden sehen. Kearsarge, Giuseppe Verdi, Iwami, also all jene, die Dinge verpasst haben, können sie nachholen. Und ganz, ganz wichtig, hier Schiffe wie Odin, Giulio, Cesare, Alvaro de Pazan, wobei das eher weniger. Aber ihr seht schon, es hat einige Werftschiffe erwischt und auch einige, ansonsten Kohle, Premium, spielbar. Die Kamikaze R ist drin. Naja, für jeden, der einen Stufe 10 und seltenen Schiff, also einen fetten Mega-Weihnachtsgeschenk-Container nimmt und dann eine Kamikaze-R drin hat, weil er die Kamikaze aber schon hat und die Fujin, ist es vielleicht kein Reingewinn, aber das Berlin-Event damals war cool. Ja, es gibt natürlich weitere Details zu den Weihnachtsgeschenken zu allen drei Stufen. Was steht da drin? Da steht drin, dass man nur einmal dasselbe Schiff haben kann und immer wenn man noch eines über hat, dann springt das quasi um. Sprich, habt ihr alle aus dieser Gruppe bis auf eins, dann werdet ihr, wenn diese Gruppe gezogen wird, auf jeden Fall dieses eine Schiff bekommen. Habt ihr die komplette Gruppe schon komplett, also nicht nur diese acht hier, sondern alle weiteren, die da drin sind, dann könnt ihr kein Schiff mehr der Stufe 5 bis 7 bekommen, sondern eins der beiden verbliebenen Gruppen. Und habt ihr alle Schiffe aus, also gar alle Schiffe, die in den Weihnachtscontainern drin sind, schon bekommen, dann werdet ihr von den kleinen, also von den Weihnachtsgeschenkcontainern, 250 Stahl für ein theoretisch gezogenes Schiff jeder Gruppe hier bekommen. Aus den großen Weihnachtsgeschenken werdet ihr 750 Stahl bekommen und aus den sehr, sehr großen, aus den Mega-Weihnachtsgeschenken werdet ihr 1250 Stahl bekommen. Ja, ihr solltet euch das einmal ganz gut durchlesen, denn ihr habt auch unterschiedliche Drop-Chancen. Nämlich gibt es eine Mechanik für garantierte Drops, die je höher der Container gewertet ist, Mega-Weihnachtsgeschenk ganz oben, Weihnachtsgeschenk ganz unten, desto weniger müsst ihr Container öffnen, bis ihr eine garantierte Drop-Chance habt. Beim Weihnachtscontainer Mega ist es 14 und der 15. wird dann garantiert ein Schiff sein. Eines aus einer Gruppe natürlich. Ist aber noch nicht alles. Wir bekommen auch Belohnungen für Gefechtsleistungen. Ja, sie unterscheiden sich je nach Schiffsstufe. Wir können quasi wieder das machen, was die Community liebevoll die Flockenwegpusten nennt. Hier können wir Neujahrszertifikate auf Stufe 10 gewinnen. Mit diesen Neujahrszertifikaten können, was heißt gewinnen, erspielen. Mit diesen Neujahrszertifikaten können wir uns Weihnachtsgeschenke kaufen. Ein Weihnachtsgeschenk kostet ein Neujahrszertifikat. Ein großes Weihnachtsgeschenk kostet drei Neujahrszertifikate. Und ein Mega-Weihnachtsgeschenk kostet fünf Neujahrszertifikate. Wir können jetzt aber auch direkt Stahl erwirtschaften, wenn wir einfach 8 bis 9 die Stufe fahren und 750 Kohle, wenn wir Stufe 5 bis 7 natürlich immer an Schiffen das erfahren. Und die Superschiffe, die wenigen, kommen hier auf je 500 Forschungspunkte. Ja, ihr seht, es gibt einiges zu tun. Es gibt aber nicht nur das zu tun. Nein. Es gibt, übrigens ganz wichtig, mit Update 0.12.0 werden alle verbliebenen Neujahrszertifikate in ein Weihnachtsgeschenk-Container getauscht. Ihr könnt sie aber auch verkaufen für 175.000 Credits-Punkte.
wenn ihr wollt. Ist aber nur eine temporäre Ressource, also aufpassen und bis zum nächsten Patch entweder ja, das machen, was ihr damit machen wollt. Es gibt eine weitere Möglichkeit, Dinge zu gewinnen, nämlich Geschenke. Mit ja, der Anzahl der Schiffe, die wir im Hafen haben, mit der Gefechtsleistung, die wir im Gefecht leisten, die Anzahl der Rewards, die wir bekommen und eben hier, wie viel XP wir bekommen. Wichtig ist, die Standardbelohnung wird nur geschafft, wenn man über 300 Base XP hat oder ein Gefecht gewinnt. Und natürlich, beides wäre auch nicht schlecht, in einem gewonnenen Gefecht über 300 Base XP zu bekommen. Aber das ist anscheinend nicht wirklich notwendig, wenn wir uns das anschauen. Aber gut, nichtsdestotrotz, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Weihnachtsgerangel. Ja, es gibt noch mehr. Wir können uns entscheiden, ob wir für den Nordpol oder den Südpol quasi Teams aus Weihnachtsmännern bilden und dann ein Wettrennen um die Auslieferung von Geschenke machen. Wir bekommen an der Ziellinie die Silvesterbelohnung. Die Silvesterbelohnung ist einer von zwei thematischen Kapitänen, Papa Noel für panamerikanische Schiffe oder Scrooge Nicholson, also na, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte, ja, für britische Schiffe. Beide mit 6 Fertigkeitspunkten darf man nicht vergessen. Ne? Da gehört auch eine permanente Tarnung Silberwirbel für die Halland oder für die Conqueror dazu. Ja, ich weiß nicht. Naja, und die Errungenschaft Weihnachtsgerangel. Wir können dies durch die durchs Ausgeben von frostige Marken bis zum Update von 0.12.0 uns noch weiter versüßen, indem wir Container Festtagsglanz kaufen damit. Ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen soll. Ich weiß nicht. Naja, beim Öffnen des 10 Containers bekommt man auf jeden Fall ein Bonuspaket Stufe 8 Schiff, sofern ihr nicht schon vorher erhalten habt. Also, ihr seht schon, wir können bis zu 12 Container bekommen und bekommen garantiert ein Schiff drin. Also garantiert. Theoretisch auch mehr. Wir können auch gegen Creditpunkte, freie Community-Marken, Dublonen und zusätzliche frostige Marken können wir kaufen. Also, wenn wir nicht genügend frostige Marken erhalten durch das Event, dann können wir Credits, EP, Community-Marken, Dublonen ausgeben, um noch mehr Marken zu bekommen, um noch mehr Container zu bekommen, um dann mindestens ein Schiff zu bekommen. Aber wir können noch einen Piraten-Weihnachtsmann für Commonwealth-Schiffe bekommen, wenn wir auf verschiedenen Aktionen auf der Webseite mitmachen und die Abschlussbelohnung ist das dafür. Wir können außerdem einen besonderen Kampfauftrag freischalten, für den sie als Abschlussbelohnung die frostige Nachtflagge hergeben. Es gibt noch Neujahrsgefechte. Diese Neujahrsgefechte kann man aber nur starten, wenn man die Renown 44 hat. Die Renown 44, ja, da kommen wir später zu, denn es startet auch das Werft-Event, die dann mit Stufe 19 freigeschalten wird. Kostenlos natürlich, die Renown, aber die müssen wir auch fahren. Und wir können, ja, ihr seht ja, wenn wir alle Kampfauftragstruppen abgeschlossen haben, kriegen wir 21 verbrauchbare Tarnungen, Neujahrshimmel, EPIA und 6 Container Festtagsglanz. Yippie. Und da steht hier, alle 5 Gruppen von Kampfverträgen werden mit dem Release von 0.11.11, also Mittwoch, verfügbar. Und die erste Kampfauftragsgruppe kann nur mit der Renown abgeschlossen werden. Entweder könnt ihr sie dann direkt kaufen oder ihr, naja, könnt sie euch erspielen und seid dann halt ein bisschen spät dran. 4 Wochen nach Release bekommen wir Zugang zur besonderen Reihe von Kampfaufträgen, wo wir theoretisch die Dido oder die Canarias bekommen können. Wenn wir die Schiffe schon haben, bekommen wir 8 Millionen Creditspunkte. Ja! Jorde wird winterlich geschmückt. Das ist doch mal schön. Ein Zeppelin mit Merry Christmas kommt hier durch. Santa City. Wow, ja, schaut euch das an. Wunderbar Premium. Die Werft. Es gibt also mehr Aufgaben. In der Werft, das neue Werft-Event, gibt es wieder einen Haufen Phasen, namentlich 30, an deren Ende die Admiral Schröder auf euch wartet. Und die Admiral Schröder wurde schon vorgestellt, das verlinke ich euch am Ende des Gefechts oder im ersten Kommentar oder im Infobereich. Dann könnt ihr nämlich da draufklicken und euch das anschauen. Ist ein interessantes Schiff. Wir müssen 4 Phasen kaufen. Wenn ihr das vorhabt, kauft sie zu Beginn. Kostet 5000 Dublonen, ist glaube ich günstiger. 26 können wir erspielen. Ab der 19. Schiffsbauphase bekommen wir die Renown 44. 12 Uhr heute,
Es ist Dienstag, kommt die Review zu Renown 44. Einen geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul. Und wir bekommen diese hässliche Tarnung der Admiral Schröder noch mit oben drauf. Wobei die da drunter sieht da besser aus. Leider wird im Hafen der ganze Schmifu hier angezeigt und im Gefecht dann noch diese Girlande. Das hier aber nicht mehr. Da könnt Wargaming noch einmal nachbessern. Ja. Wir können natürlich auch das gesamte Event mit Dublonen fertigstellen oder Teile davon und dann bekommen wir 250 Dublonen für jede abgeschlossene Phase der Werft. Muss man ein bisschen schauen, ob es nicht günstiger ist, das Ding aus Weihnachtscontainern zu ziehen, wenn wir schon alle Schiffe haben. Gut, und hier könnt ihr euer Geschenk abholen, ein Tag Premium-Spielzeit. Die japanischen leichten Kreuzer gehen in die zweite Stufe, bevor sie endlich frei zugänglich gemacht werden. Kauft euch keine Container, erspielt sie dann, wenn sie draußen sind. Zweite Runde, wunderbar. Der Gefechtspass geht ebenfalls in die zweite Runde, den gibt es wie immer im freien Modus. Da gibt es glaube ich 7 Container und es gibt ein Premium. Ihr könnt übrigens den gesamten Gefechtspass auch erst am Ende kaufen. Das bedeutet, ihr spielt einfach so lange, wie ihr wollt. Und wenn ihr seht, okay, ich habe quasi alles erfüllt vor Ablauf der Zeit und ihr wollt die restlichen Belohnungen noch holen, dann könnt ihr, was sind es, ich habe es vergessen, 8.100 Dublonen oder so. Nein, sind 8 Euro und 1 Cent, so 2.500 irgendwas. Könnt ihr den Premium-Gefechtspass dann noch holen. Aber nur den ersten bitte, weil den Extremen, das lohnt sich nur, wenn ihr es direkt zu Beginn macht und naja, egal, es lohnt sich, wahrscheinlich, Wurst. Jedenfalls, ihr seht ihr, saisonale Pony und wir überspringen das hier einfach, weil das ist bekannt. Es gibt ein Kopfgeld-Event, weil es noch nicht genügend Events gibt. In dieser Zeit, mit Update 11.11 direkt zu Beginn, gibt es dieses Kopfgeld-Event, zu dem sich Spieler melden können, die dann im Spiel mit einem speziellen Symbol markiert sind. Und wenn wir quasi diese Spieler dann erledigen, ich meine Kopfgeldziele versenken, verdienen wir für jedes von ihnen eine Andenkenerrungenschaft. Kopfgeldjäger. Ja, gut für alle Gefechtsmodi, würde ich jetzt einfach mal erwähnen. Da, concentrate your fire on the enemy ship with the bounty marker and destroy her. Ich kriege jetzt schon das Kotzen, wenn ich sehe, wie die Leute nur drauf ballern und den Sieg außer Acht lassen. Das hier ist übrigens das Symbol. Ignoriert die Scheiße, nehmt es mit, wenn es nebenbei geht, aber spielt bitte auf Sieg und macht keinen dummen Scheiß. Es kommen natürlich auch noch Keilereien. Direkt am 12. Dezember ab 8 Uhr beginnt die erste Keilerei. Und jetzt aufgepasst, es ist ein 5 vs. 5 und man kann in Division an der Keilerei teilnehmen. Da steht nur als Teil einer Division, ob es 2 oder 3 sind. Das steht da noch nicht dabei, könnten auch 3 sein, aber wenn ihr mit Freunden spielen wollt, dann nutzt das aus. Alle weiteren Keilereien werden dann in einem separaten Artikel angesprochen, vielleicht covere ich den auch dieses Mal. Ein bisschen mehr Infos könnte ich da schon bringen, was das betrifft, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. In die Waffenkammer kommt die Stufe 10 Trump, 238.000 Kohle, er kostet die, die war vorher für Dublonen zugänglich und konnte dann mit einem 50% Gutschein gekauft werden, wenn man sich den erspielt hat. Auch da wurde schon eine Review zugemacht, verlinke ich euch auch am Ende. So, und es geht noch weiter. Container, Weihnachten und Neujahr der Marine wurde überarbeitet. Wenn ihr die Sammlung jetzt vervollständigt, bekommt ihr einen Tag Premium-Spielzeit mit dazu und das bekommt ihr. Also es gibt immer 3 Dinge drin, einer von diesen Boostern, sind, ihr seht sie, und einmal ein Weihnachten und Neujahr in der Marine Sammlungsevent. Quasi, ihr könnt die alten Container wieder nachkaufen, um eure Sammlungen abzuschließen. Das ist jetzt mal vielleicht eine gute Änderung. Übungsaufträge für neue Spieler. Bedeutet, Spieler, die unter 300 Gefechten haben, sollten dann fortlaufend diese kleinen Aufgabenstellungen bekommen, die sie abarbeiten können, um so die Spielmechanik zu lernen und zu verstehen. Vielleicht testen wir das mit der Erstellung eines neuen Accounts, wenn das mal regulär für alle neuen Spieler eingeführt wird. Ab jetzt bekommen es nur einige Spieler, Spieleinsteiger als Testformat. Na, bin ich gespannt, wie das schlussendlich hier sich einbettelt. Ihr seht ihr, win a random battle, mount a camouflage on your ship. Nicht, dass die Leute bei 2000 Gefechten dann drauf kommen, oh, man kann die Camo setzen. Gut, ist nicht mehr wichtig, aber man kann Flaggen setzen. Oh, ein Kapitän wäre auch geil. Quasi hierfür, ja gut, ich wäre. Änderungen an Reiter, Nachrichten, relativ uninteressant, das ist die Hauptseite. Ergänzungen von Inhalten. Wir bekommen ein paar Flaggen für ein paar Schiffe, die jetzt reinkommen. Z42, Brisbane und Duplex.
Doublex Pioneer Tarnung verbrauchbar. Ich schweige mich immer ein bisschen aus, wenn ich Tarnungen sehe, die so sind. Geschmackssache, will ich nicht sagen. Aber für all jene, die gerne ein bisschen Supercontainer farmen, Grüße gehen raus an Hadrian. Es sind neue Schiffe drin, nämlich auch die Odin hier als Schiff im Supercontainer droppbar, der große Kurfürst, die Malta, Alvaro de Bersan, die Black, die Faustschirmen und so weiter. Und viele andere Schiffe auch, nebst Upon natürlich. Huron, Toulon, Collingwood, Novosurisk. Die Imperator Nikolai geht allerdings raus. Schwerer Schlag. Hier gibt es zwei Tarnungen für Supertester und verdienter Supertester. Es kommen noch zukünftige Änderungen wie... Also wie gesagt, ich glaube, das ist einmal relativ unwichtig. Die Inhalte der Container Mondneujahr, Premium Container Mondneujahr und so weiter. Neue Schiffe, die Clausewitz und die Dalarna kann man jetzt kaufen im normalen Baum. Jetzt momentan müsste immer noch, glaube ich, bis zum 8. die Ushakov und... die schon wieder vergessen, was, ach, der Flugzeugträger Sekiro, sage ich immer, aber eigentlich heißt sie anders, drin sein. Irgendwann sehen wir dann auch die einen Schiffe, die erst kürzlich drin waren. Aber wie gesagt, diese Verzögerungstaktik, ich hasse das. 47 Millionen und 45 Millionen Creditpunkte. Und ihr seht ja, die Schiffe werdet ihr dann zukünftig öfter sehen, weil sie Tester und Community-Kontributoren bekommen und Entwickler. Und er fragt euch, ist Wargaming jetzt von allen guten Geistern verlassen? Was soll eine Ravenna sein? Was ist hier eine Södermanland, die Petropavlovsk und die Petropadovsk? Wargaming wahrscheinlich testet hier ein paar Schiffe mit anderen Werten, also quasi Kopien mit leicht veränderten Stats oder auch nicht, je nachdem, ne? Admiral Orlov, Admiral Nakimov, um auf gegebene zukünftige Updates oder Premium-Schiffe einen kleinen Hinweis zu haben. Und so, dass ihr nicht verwirrt seid und fragt, oh mein Gott, was ist die Novograd zum Beispiel? Ist das ein neues Premium-Schiff? Warum berichtet niemand darüber? Das sind alles nur Kopien. Deswegen sind sie alle relativ ähnlich, bis auf Lübeck und Elbing hier. Aber gut, sonstige Änderungen und Verbesserungen wieder einmal selbst durchlesen. Es gibt tatsächlich dieses Mal nicht so extrem viel. Von daher, ein paar Benachrichtigungen wurden geändert, ein paar Verbesserungen für Texturen und Geometrie wurde vorgenommen. Ich hoffe auch für Zitadellen, die blöd ausgesehen haben, oder Zitadellen, die außerhalb des Schiffes waren, obwohl man sie nicht mehr gesehen hat. Beleuchtungseffekte, Nordlichter wurde hier gemacht. Vieles werdet ihr nicht bemerken und das ist auch gut so. Ist ein bisschen Service, das muss auch, oder das gehört auch dazu. Was haltet ihr von diesem Patch? Ich glaube, Weihnachten ist die extremst stressigste Zeit, was World of Warships betrifft. Keine Ahnung, ob man alles irgendwie machen kann. Die Kalerei auf Stufe 7 muss man quasi außen vor lassen, also man fährt da die unteren Schiffe ab. Aber eigentlich hat man genug zu tun in der gesamten Weihnachtszeit, um Schiffe von 8 bis Stufe 10 zu fahren. Nebenbei vielleicht noch zu hoffen, die Werft zu machen, die ganzen anderen Dinge und Kampfaufträge einzufahren und dann noch die Marken sammeln und beim Santa-Event mitzumachen und, ach Gott, bitte begrab mich. Ich bin gespannt. Ich nehme wie immer mit, was geht, und ich bin nicht traurig, wenn ich etwas verpasse, weil eigentlich ist es ja kein Content, es ist nur ein bisschen Sammelei. Content ist, wenn man gute und schöne Gefechte hat, und bitte schießt nicht auf diese idiotische, ich verstehe es immer noch nicht, dieses Kopfgeldjagd. Ich verstehe es nicht. Wie macht man am schnellsten ein Spiel und ein Gefecht kaputt? Lasst uns doch eine Kopfgeldjagd einführen, dass alle Leute wie die Idioten hinter einem Spieler herlaufen. Alter Schwede. Na gut, hoffentlich wird das schnell versenkt, dann hat's das auch. Also, wie gesagt, spielt die Gefechte bitte normal runter. Was haltet ihr von dem ganzen Spaß? Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.